Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In den letzten Wochen haben mich viele angesprochen auf Discord, in den YouTube-Kommentaren oder per E-Mail, dass der Kanal ja jetzt 5 Jahre alt ist. Und ja, das stimmt, der ist genau 5 Jahre alt und 3 oder 4 Wochen nochmal so dazu. Da wurden die ersten Videos hochgeladen. An der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen und für den Support. Und in diesem Zusammenhang hier für dieses Jubiläum habe ich mir hier ein bisschen was ausgedacht, habe das ein bisschen aufgebaut hier alles und möchte hier jetzt mal was bauen. Da habe ich hier verschiedene Bilderrahmen gekauft. Das sind diese hier, das sind so Glasbilderrahmen und da kann man hier was reintun, also so dreidimensional. Da sind genau 10 Stück, die kennen einige wahrscheinlich schon so von dem Video mit der offenen Festplatte. Sind aber diesmal andere aus einem anderen Geschäft und die werde ich hier füllen und zwar mit selbstgebrannten DVDs. Da habe ich hier DVDs und die sind auch bedruckbar. So sehen die aus. Das sind so weiße DVDs und da brenne ich jetzt die ältesten Videos drauf, die ich habe, und zwar die Originaldateien, die genauso bei YouTube hochgeladen wurden. Da sieht man zum Beispiel so ein Video von Ende 2014 ist das und hier habe ich einen Drucker und da kann ich diese DVDs mit bedrucken. Das hier ist noch ein alter Canon-Drucker, ein Pixma IP4200 und die ganzen Sachen, die hier stehen, die sind ungefähr so von 2005, 2006, 2007, 2008. Das ist bestimmt einigen schon aufgefallen und dieser Canon-Drucker, ganz schön quietschig, da kann man CDs mit bedrucken. Und früher so um 2006, 2007, 2008 dann konnten das irgendwie die meisten Canon-Drucker, zumindest meiner Erinnerung nach. Mittlerweile gibt es nur noch ganz wenige, die das können und der kann es noch. Und da habe ich das auch schon mal vor dem Video ausprobiert. Funktioniert auch sehr gut. Und dann werde ich hier die CDs mal brennen und zwar auch auf diesem kultigen PC hier drüben. Den PC, den ich jetzt hier für das Ganze verwende, der läuft und der ist jetzt hier angeschlossen an den Monitor, an den Drucker, Tastatur, Maus. Das ist also eine Einheit. Den habe ich ja auf dem Schrott gefunden. Den habe ich ein bisschen jetzt aufgehübscht. Das hat einen ganzen Tag in Anspruch genommen, auch hier Windows 7 drauf zu machen. 32-Bit. Da ist ein AMD Sempron drin. Und hier dann den Drucker, den habe ich auch wieder flott gemacht. Der funktioniert wieder, zumindest hat er das noch vor einer Stunde getan. Ich hoffe mal, er funktioniert immer noch und wird gleich die DVDs auch richtig sauber bedrucken. Der Monitor hier drüben, auch so zeitgenössisch, so von 2007, 2008, ist eben noch 4 zu 3. Ist von der Firma Hans G, kennen bestimmt einige auch noch. Und die war damals recht erfolgreich mit so Monitoren. Den Rechner, den hatte ich ja auf dem Schrott gefunden und der ist von 2006. Das sieht man hier oben an dem Aufkleber auf dem Netzteil. Das ist auch noch das originale Netzteil und ich lasse es einfach mal jetzt hier drin. Und ich habe die Grafikkarte, die habe ich neu reingemacht. Danke an dieser Stelle an den Bernd aus Wiesbaden. Von dem ist diese AGP-Grafikkarte, eine ATI Radeon. Und da ist ein Semprom 3100 Plus drin, genauso wie in dem vorletzten Video. Da ist ja auch der gleiche drin gewesen. Und hier unten noch eine AVM-Karte. Das Ganze ist noch ein bisschen beleuchtet, damit man es ein bisschen besser filmen kann. Und das ist auch noch hier ein Board mit SATA. Hier das Kabel, da ist die SSD dran. Und hier oben der Brenner ist dann IDE. Zeige ich am Ende vom Video noch mal ein bisschen mehr zu dem Rechner. Der Monitor ist natürlich ein Klassiker und ja, wer den Rechner gesehen hat, der ist ja schwarz und silber. Der Monitor genauso. Das war so vor 10, 15 Jahren ganz trendy. Das war da ganz in. Hier außen silberner Rahmen und hier unten der Fuß, der ist dunkel. Und das gleiche gilt auch für den Rechner und auch für den Drucker. Und der ist eben 4 zu 3 Lautsprecher eingebaut und kann man heute irgendwie schwerlich, finde ich, benutzen. Allerdings ist es natürlich eine reine Gewöhnungssache. Je länger ich hier drauf gucke, desto normaler finde ich hier dieses Format. Und da ist jetzt auch Windows 7 drauf installiert. Und im Hintergrund sieht man da schon einige Videos. Die sind auf der SSD drauf. Und die werde ich dann entsprechend hier mal im Originalformat MP4 draufbrennen. Ist also ein typisches Ensemble, wie man da so vor 10, 15 Jahren gern gefunden hat. Hier der Rechner, der ist hier unten schwarz, oben silber und Monitor hinten silber, unten schwarz. Der Drucker auch zweifarbig gestaltet, hier vorne silber, nee, sogar dreifarbig, grau und dann nochmal hier so ein schwarz Anthrazit und passt alles super zusammen. Den Drucker, den habe ich hier in meinem Fundus noch gefunden. Ich wusste gar nicht, dass der noch funktioniert. Ich dachte, der wäre kaputt. Den hat mir irgendeiner mal vor ein paar Jahren geschenkt
Und ja, ich dachte eigentlich, er wäre defekt, aber der hat sich wohl dann doch einen anderen gekauft. Und sieh mal da, zu meiner Überraschung, ich habe bis jetzt keinen Fehler feststellen können. Danke auch mal an der Stelle an den Nick, an den Blue Devil. Der hat hier zu dem Drucker auch noch hier diese, wie nennt man das, Caddies, Trays, Einschiebevorlagen oder wie auch immer man das hier nennt, geschickt. Der hatte hier noch welche gehabt, zwei Stück. Das ist eine davon, weil die habe ich nicht mehr zu dem Drucker gekriegt. Und da wird das hier vorne ebenso reingeschoben. Sonst kann man die CDs nicht bedrucken. Und der Nick, der hatte auch hier den Druckkopf gespendet. Der ist noch original verpackt für Canon. Aber das ist gar nicht mal so einfach, so defekte Canons wieder flott zu kriegen. Interessanterweise, da gehen eigentlich immer die Druckköpfe kaputt. Das scheint so eine interne Schwachstelle zu sein. Hier habe ich verschiedene Drucker von Canon stehen, die funktionieren technisch gesehen. Alle Druckwerke sind okay, Netzteile sind okay, Displays sind okay, aber die Druckköpfe, die haben alle eine Macke. Das heißt, bei einem wird der Druckkopf gar nicht erkannt, bei dem anderen fehlt schwarz, bei dem anderen fehlt bunt und da kommt auch kein Bund mehr. Ich hatte ja jede Menge Videos hochgeladen, wie man so Canon-Drucker instand setzt, wie man die Köpfe reinigt, aber wenn der eben elektronisch defekt ist, dann funktioniert er einfach nicht mehr. Hier habe ich schon mal so eine Test-CD gemacht und die habe ich mit Klarlack nochmal beschichtet. Hier, das ist so Sprühklarlack aus der Dose. Und dann glänzt das auch entsprechend hier. Und es ist jetzt auch richtig wasserfest, wischfest. Also da passiert da nichts mehr, richtig hochwertig. Und die habe ich mal gebrannt und habe die bedruckt und dann beschichtet und habe die auch gelesen. Das geht auch noch, das ist kein Thema. Da ist jetzt nichts unten dran gekommen. Und hier mein Bilderrahmen, der sieht so aus. Den kann man hier hinten rausnehmen. Ups, da fällt auch gleich noch die Scheibe mit raus. Und da sind natürlich immer irgendwelche merkwürdigen Sinnsprüche drin. Die brauchst du natürlich nicht. Und da habe ich hier so 1 bis 2 Zentimeter Luft. Und da kommt dann die CD dahinter. Und ich habe den Eindruck, das ist hier sogar eine echte Glasscheibe. Ich brenne zuerst mal ein paar Videodateien auf CDs. Da werde ich jetzt 10 CDs brennen, passen genau in diese 10 Rahmen rein. Und die nummeriere ich dann durch von 1 bis 10, dass die unterscheidbar sind. Das ist eben noch ein alter IDE-Brenner. Und der ist von LG. Und Windows 7 sollte jetzt eigentlich gleich die CD erkennen und ich will es auch direkt mit Windows 7 brennen. Ein Brennprogramm brauche ich da nicht mehr. Wurde direkt erkannt und Dateien auf Datenträger brennen. Ja, so ist das beabsichtigt. Ich habe mal auf OK geklickt. Was passiert da? Wie ein USB-Flash-Laufwerk oder ein CD-Player. Und das ist das zweite hier, CD-DVD-Player. So soll das sein. Und mal klicke ich auf Weiter. Und da schiebe ich jetzt meine Dateien drauf. Das Video beende ich mal und da habe ich hier verschiedene Videos. Man merkt schon, der Bildschirm ist deutlich kleiner als hier drüben. So ein 16 zu 9 Bildschirm, gerade wenn man Fenster nebeneinander legt, das funktioniert nicht so gut. Und ich ziehe das einfach hier rüber und dann gucke ich mal, wie groß diese Dateien sind. Das ist ein Video, das ist hier von Ende 2014. Mal hier auch die großen Symbole einschalten, damit man sieht, was man da drauf brennt. Und da nehme ich dann dieses Video noch dazu und dieses. Ich verteile das einfach mal so auf die einzelnen Rohlinge drauf. Ja, fertig. Rechte Maustaste und jetzt auf Datenträger brennen. Klicke ich mal an Datenträger Titel und da tippe ich mal was ein. Da habe ich hier mal eingetippt. 5 Jahre Tooltime.de 1 von 10, also Datenträger 1 von 10. Und da kann ich die Brenngeschwindigkeit mir noch auswählen und meine Rohlinge, das sind 16-fach Rohlinge, steht hier unten drauf. Aber mir ist mal aufgefallen, dass nicht alle Laufwerke alle Rohlinge lesen, die zu schnell gebrannt werden oder in höchster Geschwindigkeit. Und je langsamer das brennt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es kompatibel ist. Ist tatsächlich so, gilt für alle DVD-ROM-Laufwerke, die auch schon ein bisschen älter sind, und klicke ich mal auf Weiter. Also lieber ein bisschen langsamer brennen und dann ist es sichergestellt, dass es eben wirklich kompatibler ist. Ist fertig gebrannt und da sieht man auch wunderschön, wie das hier gebrannt ist, also wo die Daten enden. Die enden ungefähr hier. Wenn man so ein bisschen bewegt, dann sieht man hier, die Reflexion ist im Datenbereich eine andere als im freien Bereich und ich gucke nochmal, ob es funktioniert. Sicher ist sicher. Und dauert immer ein bisschen, bis das hier erkannt wurde. Dieser Rechner hat sogar noch ein Diskettenlaufwerk hier unten. Das hatte ich noch nachgerüstet, weil da war ja der Schacht leer. Wurde schon mal erkannt, sind diese vier
Videos drauf. Ich kopiere die einfach mal in irgendeinen Ordner rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ja, das sieht ganz gut aus. Also ist erfolgreich gebrannt. Die CD oder DVD, genau, die kann raus. Die setzt man hier so rein und dann kann die jetzt hier gleich bedruckt werden. Starte ich mal das Programm dazu. Das ist hier Canon My Image Garden. Und das hat ja diese CD-Label Print abgelöst, was es vor 10 Jahren noch gab. Das war deutlich einfacher, das CD-Label Print oder DVD-Label Print dann. Und das wurde jetzt hier in dieses Programm mit eingebaut. Das Programm selber, das startet hier in diesem Dunkelmodus, warum auch immer. Das finde ich ein bisschen komisch jetzt bei Windows 7, aber andere Optionen gibt es da nicht. Ich habe es versucht umzustellen, aber habe nichts gefunden. Und da erstelle ich hier einen Datenträger Etikett und da kann ich mir verschiedene Vorlagen wählen. Die sind natürlich alle so mittelpassend und ich nehme mal irgendeins. Ich klicke mal auf einfach und kann die Elemente ja gleich dann noch hier gruppieren und dazufügen. Und dann habe ich hier nicht festgelegt, Standardscheibe 120 mm, wer hat das denn übersetzt? Und das ist der kleine Innenkreis. Genau, der soll das sein. Ausrichtung, Hochformat ist natürlich egal bei einer CD. Die kann man ja in jedem Winkel drehen. Einmal auf OK geklickt und dann kann man das jetzt hier bearbeiten. Und da brauche ich erstmal einen Hintergrund. Das Ganze ist auch so mittelgut groß. Ah, jetzt wird es ein bisschen besser. So sieht das aus. Und dann kann ich hier meine Elemente drauf machen. Also Bilder, Texte und solche grafischen Elemente dann. Als Hintergrund für die CD, DVD hätte ich gern hier die Webseite, genauso wie man das jetzt hier sieht. Ist auch ziemlich einfach. Ruft man sich das entsprechend auf, drückt auf die Taste Druck auf der Tastatur und jetzt habe ich das einmal in die Zwischenablage kopiert. Jetzt muss ich es noch ein bisschen zurechtschneiden, hier mit Earthenview oder Irfanview, wie man es aussprechen möchte. Und da kann ich mir das hier so aussuchen und wenn ich auf die Taste Steuerung drücke, dann wird es auch ein Quadrat. Da habe ich hier diese quadratische Auswahl und das muss man sich noch ein bisschen so zurechtdenken. Ich habe ja hier die CD und so in etwa sieht es dann aus. Da habe ich in der Mitte ja das Loch, wo nichts ist. Also da sollte irgendwas Weißes dann sein. Und wenn ich das hier so mal so ein bisschen so drüber lege, dann sieht man oben rechts, oben links, unten rechts, unten links. Das fällt natürlich auch weg. Also muss man das entsprechend hier positionieren. Das Ganze habe ich jetzt hier gespeichert als Hintergrundbild und so sieht es aus. Jetzt muss ich das nur hier hinzufügen. Bei Bild hinzufügen ist ein bisschen merkwürdig gemacht, das Programm. Also meins ist es nicht so unbedingt, wenn man oben auf Datei klickt, dann gibt es auch kein Speichern oder Öffnen. Das wird alles im Programm selber gemacht, also das scheint das automatisch in der eigenen Datenbank zu speichern. Kommt dann hier Bild hinzufügen, mein Hintergrund. Okay, jetzt ist er aber auch noch nicht da. Jetzt muss ich den Hintergrund auch nochmal aussuchen und dann nehme ich hier ein Foto und das geht auch nur aus dieser Bibliothek. Da ist es dann und ja, so sieht es schon mal aus. Sieht schon mal ganz gut aus und dann kann ich das hier noch ein bisschen ranzoomen, wegzoomen. Aber das ist ja praktisch, aber so soll es eigentlich bleiben und hier muss dann jetzt noch ein bisschen Text hin. Text kann man relativ einfach hinzufügen. Da gibt es hier diese Option Text hinzufügen. Und da kann ich mir hier so ein Feld definieren, da kann ich was reinschreiben, geht aber irgendwie nur so mittelprächtig. Also hier kann ich zum Beispiel Tooltime reinschreiben. Jetzt habe ich hier weiße Schrift auf rotem Grund, aber kann ich die Farben ändern und die Größe auch noch. Aber so richtig der Bringer ist das nicht so ganz zeitgemäß. Mehr habe ich ein paar Schriftarten zur Auswahl. Aber noch nicht mal irgendwie eine Fettschrift oder eine Kursivschrift oder sonstige Schrifteffekte gehen hier auch nicht. Und da kann ich das auch noch jetzt hier so verschieben. Also das ist irgendwie ein bisschen rudimentär und das sieht natürlich auch nicht so schön aus. Dann kann man die Schrift auch noch gewölbt hier anordnen. Das geht dann ungefähr so. Dann kann ich hier was reinschreiben wieder. Und dann wird diese Schrift quasi gedreht. Mal gucken, ob es das jetzt macht. Ja, so sieht es aus. Und aber auch nur normale Schrift. Und ja, ob das so viel leserlicher ist, ist dann natürlich die andere Sache. Also wenn man so Schrift einmal um 360 Grad rumzieht, dann kann man später, wenn man es lesen möchte, dann gar nichts mehr finden. Findet man den Anfang nicht mehr und das Ende.
Ist ganz nett gemacht, zumindest kann ich über mehrere Zeilen machen, aber auch keine Schrifteffekte, das ist einfach ganz normale Schrift. Ich habe in GIMP einfach mal ein paar Bilder gezeichnet. Das sieht so aus. Das kann man hier wesentlich einfacher machen und wesentlich besser. Das ist wirklich ein bisschen schöner. Gibt es auch verschiedene Schrifteffekte. Sitzt man so eine Stunde dran, je nachdem, was man hier so gebastelt hat und designt hat. Und das kann ich hier auch einfügen, Bild hinzufügen. Und da habe ich jetzt hier verschiedene Bilder. Mal gucken, ob es auch alle dazu fügt. Ja, das sieht gut aus. Und da habe ich hier oben meine Bilder in der Bibliothek. Und die füge ich jetzt hier dazu. Ein Bild-Layout-Rahmen. Und der soll ungefähr hier so sein, hier so liegen. Und dann nehme ich mal hier so ein Bild, ziehe das hier so rein. Das ist aber auch ein bisschen hakelig. Also jetzt hat es das hier irgendwie vorne abgeschnitten. Und das soll es natürlich nicht. Mal gucken, ob ich das hier wieder ganz hinbekomme. Und dann kann ich das hier ein bisschen kleiner machen. Ja, so sieht es ganz gut aus. Und so könnte es hier drauf passen. Da kann ich mit diesem Textfeld die CDs oder die DVDs genau genommen auch noch so ein bisschen durchnummerieren. Mal gucken, ob das Programm das so kann. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Dann passt das hier rein. Gar nicht mal so einfach, das anzuklicken und so verschieben. Also derjenige, der das Programm hier geschrieben hat, der hat selber auch nicht viel CDs mit designt. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Und so kann man das jetzt drucken. Bevor man hier jetzt aber eine gebrannte CD reinschiebt und bedruckt, dann druckt man besser nochmal so eine Testseite aus, damit man sieht, dass alle Farben auch funktionieren. Das ist bei Tintenstrahldruckern ja auch nicht so normal. Und dieser Drucker hier, der hat zwei Papierfächer, eins hier oben, eins hier unten, muss man per Hand umstellen. Kann man hier drauf drücken und da wird das mit dem Licht angezeigt. Das war bei den älteren Canon so der Fall. Und die Seite wurde gesendet. Hier klackert es schon mal raus. Das sieht schon mal gut aus. Und das Papierfach, das ist hier unten drunter. Und da sieht man hier das Papier. Und dann bin ich mal gespannt, ob hier alle Farben drauf sind. Das sieht aber wirklich ganz klasse aus. Testseite von Windows 7 funktioniert. Und dann kann ich jetzt hier das schließen. Und dann bedrucke ich mal meine CD. Ganz wichtig beim CD-Druck war und ist natürlich, den richtigen Innendurchmesser und Außendurchmesser einzustellen. Und da steht hier dann 116 und 23. Letzteres ist der Innendurchmesser. Und das kann ich mal ausmessen. Und da komme ich hier ungefähr so, ja, auf 22, 23. Das stimmt schon. Ist ganz wichtig, dass hier innen drin keine Tinte draufkommt auf diesen glänzenden Bereich, auf dieses durchsichtige Plastik, weil das trocknet nicht und wenn man dann mit der Hand draufkommt, dann verschmiert man das über den bedruckten Bereich oder ist mir auch schon passiert, das legt man dann ein und die Tinte wird dann durch das Drehen der Scheibe nach außen transportiert und dann hat man hier lauter Striche drauf. Das ist auch schon vorgekommen, wenn man hier zu weit nach innen druckt. Ich klicke jetzt hier auf Drucken, genauso soll das sein. Speichern kann ich das gar nicht hier in My Image Garden. Und hier sehe ich den Kreis, mal gucken, was er da macht. Drucker IP 4200, das ist okay. Und hier Medientyp, und da habe ich hier Printable Disk, genauso soll es sein. So soll das wohl auch hoffentlich dann aussehen. Und da klicke ich auf Drucken und mache mal hier schon mal die Klappe auf. Und noch nicht einlegen. Meistens wird man dann aufgefordert, das einzulegen. Und das dauert immer ein bisschen. Was der da jetzt genau macht, weiß ich jetzt auch nicht. Also hier hört man zumindest nichts aus dem Drucker. Da steht jetzt hier, dass man das Fach hier so reinschieben soll. Und ist drinne. Ich klicke auf OK und schon geht's los. Das dauert normalerweise auch gar nicht so lang. Die Auflösung wird da auch nicht so hoch sein. Der zu bedruckende Bereich ist natürlich auch eher klein. Sieht schon echt gut aus, auch von den Farben her ganz klasse dafür, dass das wirklich so ein alter Drucker ist. Und ich nehme es mal vorsichtig raus, nicht, dass ich da jetzt drauf komme. Das sollte man auf jeden Fall ein bisschen trocknen lassen. Ist wirklich sehr gut geworden und die Farben sind auch nicht verlaufen. Das ist schon mal schön. Die Auflösung ist natürlich begrenzt, klaro, aber dafür ist es wirklich sehr gut und ist es auch sehr mittig. Manchmal ist der Druck ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Da sieht man, dass auf der einen Seite der kleine weiße Rand, der hier außen ist, der ist da zur Sicherheit, dass der auf der anderen Seite ein bisschen kleiner ist. Könnte auch sein, dass es hier so ist, aber prinzipiell ist es wirklich sehr gut geworden. Von den Farben her ist es auch wirklich ganz klasse.
Da sehe ich jetzt links, rechts, das Gelb ist gelb und das Rot hat auch den gleichen Farbton. Das Blau ist auch okay. Rechts auf dem Monitor ist natürlich ein bisschen heller, klar, der leuchtet auch. Und hier vorne habe ich natürlich nur die Reflexion hier oben von den Softboxen, aber von den Farben her und von den Dimensionen her gar kein Problem, alles ganz super. Nächste CD ist fertig und auch getestet und dann kann die auch bedruckt werden. Den Titel, das Layout, das habe ich schon hier geändert. Das hat hier jetzt ein grünes Logo und da steht dann Disk 2 von 10 und los geht's mit Drucken. Und Rolling Nummer 2 fertig bedruckt. CD Nummer 3 fertig gebrannt und geprüft und dann kann das hier rein. Das ist auch ganz praktisch, da muss man auch kein Papier oder sowas rausnehmen aus dem Drucker. Einfach Klappe auf und dann hier die CD rein. Der Vorteil von dem Bedrucken der CDs mit einem Tintenstrahldrucker, der liegt auch in der Zeit. Das geht hier wirklich super schnell. Und wer die Videos geguckt hat mit Lightscribe und Labelflash, der hat ja gesehen, das dauert eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, teilweise auch länger, je nachdem, was man da in den Programmen einstellt. Und am Ende kommt dann eben nur eine Disk raus, die monoton ist, das heißt schwarz-weiß oder ähnliches. Und hier hat man natürlich alle Farben und das hier in Echtzeit jetzt hier, das dauert vielleicht nur so ein, zwei Minuten und fertig. Und dann hat man hier eine bunte CD. CD Nummer 4, ja, sieht gut aus, CD Nummer 4 fertig, 14 Jahre alter Drucker oder vielleicht sogar älter, druckt noch einwandfrei. Und Nummer 5 ist auch fertig und jetzt geht's mal ans Lackieren von den ersten 5 von 10 CDs. Die CDs, die habe ich jetzt alle auf Pappe gelegt, das ist Pappe, hier hinten ist Pappe, hier links auch noch was hingestellt, damit der Sprühnebel so gefangen wird und wenn die so flach aufliegen, das habe ich getestet, dann passiert da auch nichts, also für die Datenseite. Und hier habe ich so kleine Klebstreifen reingeklebt, damit die nicht wegrutschen, wenn man hier drüber sprüht. Und so funktioniert das eigentlich ganz okay. Während die anderen CDs jetzt nebenan trocknen, drucke ich mal die anderen 5 aus. Und dieses Trocknen von diesem Klarlack, das ist wirklich sehr groß, intensiv, wirklich nicht angenehm, möchte man nicht dabei sein. Nummer 7, auch fertig, immer noch keine Streifen, immer noch sauberer Ausdruck. Hier habe ich dann die 8, die 9 und hier ist die 10 fertig, sehr gut. Und dann habe ich dann 5 hier, 1, 2, 3, 4, 5 und 5, die trocknen gerade nebenan. Das ist ja noch meine Muster-CD, so ein Versuchsobjekt und hier ist es dann jetzt fertig und dann können die auch lackiert werden. Jetzt sind alle CDs, genauer DVDs, fertig. Die sind jetzt hier ausgedruckt, die sind auch lackiert. Das ist so ein Acryl-Harzlack und der glänzt richtig schön. Da habe ich hier die 6 CDs, hier drüben ist die 7., 8, 9 und hier die 10. Jetzt brauche ich ja noch was, um das hier hinter zu machen. Hier ist ja einfach nur so ein weißes Stück Papier, das gefällt mir nicht so gut, deswegen drucke ich hier was aus. Das ist auf Foto-Hochglanzpapier und das schafft auch hier der Canon IP4200 ganz gut. So sieht das aus und das glänzt auch. Dieser 14 Jahre alte Canon, der ist sogar besser als andere Geräte, die ich habe. Eigentlich wollte ich diese Ausdrucke hier auf einem anderen Canon ausdrucken, auf einem neueren Gerät, was ich in einem anderen Raum stehen habe. Und den hatte ich eingeschaltet vor einer halben Stunde. Und ja, dann hat es nur noch orange geblunken und dann war der Kopf kaputt bei diesem anderen Drucker. Der ist jetzt nicht im Video zu sehen. Und der ist vielleicht so 5 Jahre alt. Wie gesagt, der ist 14 Jahre alt oder älter, funktioniert der Kopf immer noch. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, warum bei Canon die Köpfe so gerne und oft kaputt gehen. Die Qualität aber von diesem alten Canon ist wirklich gut. Ich frage mich, was die Hersteller so in den letzten Jahren gemacht haben, um ihre Geräte weiterzuentwickeln. Und der ist jetzt ein bisschen langsam, das ist aber normal, das ist hohe Qualität. Das ist auch Fotopapier, also dieses Hochglanzpapier. Und da sind alle Drucker natürlich langsamer. Aber die Qualität selber, die ist einwandfrei. Also die ist auf dem anderen Drucker, den ich habe, oder auf neuen Canons in keinster Weise besser. Ausgedruckt wird das auch mit diesem PC hier, Windows 7, und da ist hier Irfenview drauf. Und das druckt das ganz einfach aus als Bild auf ein DIN A4-Papier und fertig.
Die fertigen Ausdrucke, die habe ich jetzt hier ein bisschen zurechtgeschnitten, damit die genau hier auf das Holz drauf passen. Und dann kommt das hier so drauf. Das wird dann eingesprüht mit solchem Sprühkleber. Das hier ist von einer bekannten Marke und das ist Kleber aus einer Dose. Sprüht man einmal so hier drüber, dann ist es flächig verklebt und dann wird es hier einmal aufgedrückt und das hält auch dann direkt und so sieht es dann fertig aus. Fällt auch nichts mehr drin rum und jetzt fehlt nur noch die CD. Die CD muss ja auch hier rein. Diese Bilderrahmen, die haben so einen schönen 3D-Effekt, kann man von unten reingucken und sieht dann ein bisschen weiter oder von der Seite auch oder eben von oben kann man nach unten reinschauen und da geht es halt auch noch ein bisschen in die Tiefe. Die Holzrücken sind alle fertig. Das kann man hier so rausklappen, kann man hinstellen und dann ist das hier vorne so draufgeklebt. Das schließt ganz sauber ab und jetzt müssen nur noch die CDs hier vorne drauf. Und ja, wie mache ich das? Wie geht das? Da nehme ich hier solche Abstandshalter. Das ist hier so ein Schaum, so ein Moosgummi, der ist ungefähr so 5 bis 7 mm dick. Der klebt auf der einen Seite, habe ich hier so drauf geklebt und dann kommt das hier so drauf. Und dann steht das hier so ein bisschen ab, kann man drunter schauen und dann hat das hier auch hier so einen leichten Kipp- oder 3D-Effekt. Und das wird mit Heißkleber hier einfach punktiert und dann hier so drauf geklebt. Und das sieht dann fertig so aus. Das ist jetzt schon draufgeklebt, also das fällt auch nicht runter. Und dann kommt das dann in den Bilderrahmen rein. Und fertig ist der erste Bilderrahmen. Da ist die CD drin, da ist der Hintergrund drin. Es wird einfach hier reingeklemmt. Kann man auch wieder rausmachen und man könnte auch diesen Schaumstoff abmachen, könnte die CD wieder abspielen. Der Kleber geht ab, habe ich mal probiert. Und das hoffe ich mal, dass das hält hier alles. Aber das sieht schwer danach aus. Also so ist der fertige Bilderrahmen. Einfach so drei Punkte drauf. Und dann kommt das hier drauf. Und das härte dann normalerweise innerhalb von einer Minute aus. Alle 10 Rahmen sind jetzt fertig. War ganz schön Arbeit gewesen. Das kommt im Video vielleicht gar nicht so rüber. Aber das ist jetzt hier der dritte oder vierte Tag, je nachdem wie man das rechnet, mit dem Drucken, mit dem Trocknen lassen, mit dem Lackieren, mit dem Trocknen lassen des Lacks hier innen drin, mit dem Ausdrucken, mit dem Installieren von dem Rechner. Das hat sich ganz schön in die Länge gezogen und so ist das fertige Resultat. Gibt es einen schwarzen Rahmen, gibt es einen weißen Rahmen. Und die CDs, die sind alle durchnummeriert. Disk 2 von 10 ist das hier. Hier drüben ist die 9, da ist die 1. Ich hoffe mal, das bleibt hier alles so stehen und fällt hier nicht runter. Prima auch, dass der Drucker durchgehalten hat, 14 Jahre alt. Dass der Rechner durchgehalten hat, auch 14 Jahre alt. Und dass es auch hier mit dem Windows 7 tatsächlich noch alles funktioniert hat. Wirklich ganz klasse. Und wenn ihr so einen 3D-Bilderrahmen haben möchtet, dann guckt mal in dem nächsten oder in den nächsten Livestreams. Den Rechner selber, da wollte ich ja noch mal was zu sagen, den habe ich ja auf dem Schrott gefunden. Den hat jemand ausgemustert, wirklich schade drum. Der Rechner hat hier ein Board von MSI, das 7181 drin und das ist wirklich ein schönes Board, weil das ist gerade aus dieser Übergangszeit, da hat es hier unten SATA und da habe ich dann auch hier eine SATA-SSD angeschlossen und gleichzeitig hat das Board noch hier drüben IDE-Anschluss und da hat der Hersteller hier das IDE optische Laufwerk angeschlossen und Floppy-Laufwerk hat es auch noch. Das kann man hier anschließen, habe ich auch gemacht. Habe ich eins nachgerüstet, dann ist er jetzt wieder komplett. Wird auch erkannt und das Board ist wirklich ein super Board, weil das unterstützt tatsächlich Windows 95, Windows 98, ME 2000 und XP und Windows Vista und sogar Windows 7, wie man hier sieht. Also das ist wirklich ein tolles Board, wo man eigentlich alles mitmachen kann. Der einzige Nachteil, den das Board hat, das sieht man hier schon, ist vielen mit Sicherheit direkt jetzt hier ins Auge gesprungen. Da sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Kondensatoren, die aufgeplatzt sind. Interessanterweise funktioniert es trotzdem ganz gut und auch dauerhaft, aber das muss auch nicht unbedingt schlecht sein, beziehungsweise dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert. Hier 1, 2 und hier 3, 4, 5 und da kommt das Elektrolyt auch schon raus. Das ist diese dieser braune Schmutz, den man da sieht, das ist das Elektrolyt, was da austritt.
Und ja, würde ich jetzt natürlich jetzt nichts Ernsthaftes mehr mit dem Rechner machen. Das sollte man auf jeden Fall austauschen. Und dann natürlich auch hier die zwei Kondensatoren, die da noch okay sind in dieser Reihe und eigentlich wahrscheinlich auch alle anderen, die hier drauf sind. Aber ja, mit Windows 7 hat es einwandfrei funktioniert, hat jetzt 4 Tage durchgehalten. Der Rechner, der ist jetzt am Stück mindestens mal hier so 6, 7 Stunden gelaufen und ja, hat gut geklappt. Die Grafikkarte, die ich hier eingebaut habe, die ist von dem Bernd aus Wiesbaden und das ist eine Radeon X1650 Serie. Da ist auch eine Onboard-Karte auf dem Mainboard drauf, aber die wurde von Windows 7 nicht erkannt oder nur in irgendeinem Standardmodus mit einem Standardtreiber. Also da ist auf dem Bildschirm nicht wirklich was passiert. Und hiermit geht's auch wieder. Ist aber ganz schön schwer, überhaupt noch eine AGP-Karte zu finden, die ernsthaft mit Windows 7 Treibern versorgt wird. Also das hier ist auch so gerade grenzwertig. Hier hinten, da ist die SSD verbaut, einfach mit 2 Schrauben festgeschraubt, braucht man ja nicht viel. Und das ist das Kabel, mit der die angeschlossen ist und hat noch jede Menge Platz der Rechner. Also hier kann man noch fleißig Festplatten einbauen. Der Nachteil bei diesem Rechner und überhaupt bei diesem Sempron, warum auch immer, ist, dass der Lüfter wirklich immer auf Hochtouren läuft. Der hat nur eine Geschwindigkeit, sehr lautes. Hier ist Lüfter Nummer 1, dann ist hier natürlich Lüfter Nummer 2 drin und hier in der Grafikkarte ist Lüfter Nummer 3 und die machen schon ordentlich Krach. Und naja, so war es eben auch damals nicht unüblich gewesen. Aber Sempron 3100, wie er jetzt hier drin ist, die gibt es natürlich auch mit einem leiseren Lüfter. Das sagt hier CPU-Z zu dem Rechner. AMD Sempron 3100 plus Sockel 754 ist das. Und er unterstützt eigentlich alles, was man braucht, um Windows 7 noch betreiben zu können. Und der läuft mit 1800 MHz immer konstant. Und ja, das ist leider aber auch dann hier akustisch zu hören. Mal gucken, was die Temperaturen machen hier. Die Fans, die laufen, dann also die Lüfter, die drehen sich dann jetzt hier. Und hier steht dann 35 Grad, kann ich gar nicht glauben. Also so schnell wie der Lüfter sich dreht, hat man den Eindruck, das müsste viel heißer sein. Und hier ist dann eben noch die Radeon X1650. Und mal gucken, 256 Megabyte RAM hat die DDR2, also super schnell ist die nicht. Treiberdatum ist von 2010, also auch schon 10 Jährchen alt. Also alles jetzt auch schon so ein bisschen klassisch. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr die Links zu den verwendeten Sachen und eben auch dann zu den anderen Videos, die ich hier im Video selber wieder genannt hatte und auch zu teilen, zu druckern und so weiter. Und besucht doch mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier drüben. Einmal 4 zu 3, einmal 16 zu 9. So sieht das aus. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch hunderte andere Beiträge und Videos mit Fotos und Infos und Tipps und Tricks, wie man Notebooks repariert, wie man Windows 10 instand setzt, wie man Windows 10 schneller macht, wie man Windows 10 installiert, wie man Drucker repariert, wie man sich einen eigenen PC baut, wie man sich einen eigenen USB-Stick selber baut, wie man Windows 10 entsprechend einstellt und optimiert. Besucht einfach mal die Seite, da sind einige Sachen für euch dabei und besucht auch einfach mal den Discord, den seht ihr hier. Der Discord-Channel von tooltime.de hat über 2000 Mitglieder und mit denen könnt ihr euch unterhalten mit Headset. Da könnt ihr auch normal chatten über die Tastatur. Da könnt ihr mir eine Nachricht zukommen lassen, anderen eine Nachricht zukommen lassen oder andere Videos und andere Beiträge. Da könnt ihr Bilder posten und da könnt ihr euch über Technik und IT unterhalten. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.